Hi, ja, ich bin die Sitare. Ich hoffe, ich habe das jetzt selbst richtig ausgesprochen. Das Erste, was die Leute sagen, wenn sie meinen Namen hören, ist dann immer so: Gesundheit. Das Zweite ist dann voll der interessante Name. Wo kommt der her? Hat er eine Bedeutung? Und ja, also Sitare ist ein iranischer Name. Ich bin halb Iranerin. Und iranische Namen haben immer voll schöne Bedeutungen. Also meiner heißt übersetzt so viel wie: Meine Eltern sind Geschwister. Aber keine Sorge, alles legal, sind nur Cousins. Ja. Also wenn meine Familie so eine Superheldenfamilie wäre, dann wären wir so die Imbredables. Okay, einige können kein Englisch, alright. Nein, aber ich glaube, man sieht es eh, ich bin viel zu schön für Inzucht. Ja. Ja, also ich bin die Sitare, ich bin 21, ich bin eigentlich Sängerin und ich bin Single. Und das auch schon ziemlich lange. Ja, damit ich das so vorstellen könnt, ich vergleiche mein Single-Leben gern so mit dem Bronchiosaurus oder Frauenrechten in Saudi-Arabien. Existieren gerade nicht. Ja. Und ich finde, wenn du Single bist, dann machst du so eine Entwicklung durch. Am Anfang war ich so voll der Happy Single, so eine Independent Woman. Und jetzt gerade befinde ich mich in meiner Ornithologenphase. Träume nämlich auch nur von Vögeln. Ja. Den Witz mag ich voll gern, weil ich sehe, wer klug ist anhand von wer lacht. Die Leute, die nicht lachen, sind vielleicht noch dumm genug, um heute mit mir nach Hause zu gehen. Klassisches Ausschlussverfahren. Ja. Ja. Es ist wirklich nicht so leicht, Single zu sein heutzutage. Die meisten Leute haben Tinder. Ja. Eine Freundin von mir hat mir vorgeschlagen: Ja, lad dir unbedingt Tinder runter. Das ist Sophie. Und Sophie ist halt so ein Mädchen, weißt du, sie ist ein Bauer. Ich traue ihr nicht, weißt du, wie wir in der Schule so: Ich habe noch nie gespielt haben, hat sie immer so gesagt. So: Ja, wer hat noch nie in einem Auto geschlafen, Sex gehabt? Und dann war Sophie immer so: Zählt doch Traktor. Also ich traue Sophie einfach nicht. Ja. Aber ich habe es mir trotzdem runtergeladen und das war eine dumme Idee, weil meine Freundinnen, die kriegen so süße Nachrichten, so: Deine Augen, sie leuchten wie ein Stern am Himmelszelt. Und meine Nachrichten sind so 19 Zentimeter lang und so breit wie eine Red Bull-Dose. Dann habe ich ihm geschrieben: Bro, ich will nicht wissen, wie dein Stuhlgang ist. Ja. Ja. Oder letztens hat mir ein Typ geschrieben, weil ich bin ja Sängerin, so, ich bezeichne mich selber gern so als die Christiane F. der Opernszene. Ja. Und dann hat er mir geschrieben: Singst du eigentlich auch während dem Sex? Ja. Also es kommt natürlich auf dich an, so meistens ist es so ein: I can't get no satisfaction oder Should I stay or should I go? Und wenn du Glück hast, dann come together. Ja. Na, es ist wirklich nicht leicht und desto länger du Single bist, desto mehr desperate wirst du. So Beispiel: Ich bin letztens von Wien nach Paris geflogen, weil läuft bei mir. Ja. Und ich hasse Fliegen, aber ich liebe die Sicherheitskontrolle. Was so eine komische Aussage für den Ausländer ist, aber es ist einfach so. Weil schau, wenn ich da abgetastet werde, dann ist das mehr Action, als das, was ich im ganzen Jahr bekomme. Ja. Und dann stand ich also da und dachte mir so: Bitte taste mich ab, bitte taste mich ab. Und dann kommt da so ein urscharfer Typ von der Security. Weißt du, so scharf kennt ihr Hot Ones, so die Sendung, wo sie scharfe Chicken Wings fressen. Ja, wenn er ein Chicken Wing wäre, er wäre das schärfste Chicken Wing. So scharf, dass du dich von oben bis unten anscheißt. Ja. Und immer wenn ich das meinen Freunden erzähle, sind sie so: Boah, Sitare, du bist so oberflächlich. Es kommt nicht auf das Äußere an. Es geht um die inneren Werte. Ja gut, aber da habe ich nicht viel zu bieten, außer einen erhöhten Cholesterinspiegel. Und mit dem kann man nicht schlafen. Ja. Nein, Sedare, du verstehst das überhaupt nicht. Es geht um das, was in dir drin ist. Ja gut, er war noch nicht in mir drinnen, aber ich finde ihn trotzdem geil. Also irgendwas stimmt an der Logik nicht. Ja. Und dann stand ich also da und habe gehofft, dass er mich abtastet, habe gehofft, dass ich verdächtig genug aussehe, um abgetastet zu werden. Dann ist mir eingefallen, ich heiße Tare Eskandari. Das ist Grund genug in Österreich, um abgetastet zu werden. Ja, und dann kam er so auf mich zu und hat gemeint: Ja, es kommt gleich wer zum Abtasten. Und ich so: Ja, es kommt wirklich gleich wer. Ja. Und dann kam eine Frau. Und die war nicht ich. Ja. War nichts mit meinem Spaß. Aber ich komme schon dazu. Ich bin aber kein Callgirl oder so, falls du das jetzt denkst. Die werden bezahlt. Ja. Bei mir ist das Ganze so eine Non-Profit-Organisation. Es ist ein Business ohne Einkommen, wo viele Männer reinkommen. Ja, was tut man nicht alles für Charity, oder? Ja, ich bin vielleicht kein guter Mensch, aber ein guter Mensch bin ich schon gern. Ja, nein, also es ist wirklich so, wir Iranerinnen, wenn ich das euch mitgeben darf, wir sind wirklich hart arbeitende Menschen. Ja? Wir haben so viele Jobs. Wir haben Boob-Jobs, Nose-Jobs.
Okay, ich habe keinen Nosejob, das sieht man, meine Nase ist vor mir auf die schiefe Bahn geraten. Ja. Und das macht echt viel mit dir, wenn du aufwachst und einfach nicht hübsch bist. So, ich war ein richtig schirches, fettes, hässliches Kind. Und das macht echt einiges mit deinem Selbstbewusstsein, wenn der einzige Unterschied zwischen dir und Shirin David ist, dass, ich habe den Witz vermasselt, scheiße, ich fange ihn nochmal an. So, gehört dazu, gehört dazu. So, aber jetzt. So, Dating ist nicht einfach, wenn du aussiehst wie die Reflexion von Shirin David auf einem Heroinlöffel. Ja. So, das wäre dabei rausgekommen, wenn Shirin Davids Mutter während der Schwangerschaft Crack geraucht hätte. Ja. Ist nicht einfach. Und ich war wirklich fett. Und normalerweise fette Leute haben voll den Vorteil. Die haben so voll große Brüste. Und das hatte ich nicht. Ja. So, ich habe gerade mal so große Brüste gehabt. Sie haben so eine Kontaktlinse ausgefüllt, ja, wenn ich Glück hatte. Ja, man wusste nicht, sind das Brüste oder einfach krass symmetrische Mückenstiche. Und das wäre irgendwie schon wieder beeindruckend gewesen. Ja, ja, waren es aber leider nicht, das waren meine Brüste so. Meine Brüste waren ungefähr so groß wie ein Adamsapfel. Ja, ja, beeindruckend. Ja. Ja. Und das Schlimme ist, kennt ihr das, wenn kleine Kinder so Vögel zeichnen? Das waren meine Augenbrauen. Ich hatte so eine richtig fette Monobraue. Und wenn du die Vögel umgedreht hast, dann war es mein Schnauzbart. Ja. Ja, also mein Gesicht war der Grund, warum so viele Männer No Nut November geschafft haben. Ja, ja, mein Gesicht hat damals so ausgesehen, als hätte ich die Hälfte meiner Kindheit in einer Waschmaschine und die andere Hälfte in einem Windkanal verbracht. Ja, ja, mittlerweile habe ich ein bisschen abgenommen und die Pubertät hat mich gehittet und jetzt sehe ich aus wie so eine Sanduhr mit Fabrikatsfehler. Also der Sand ist an komischen Stellen einfach so stecken geblieben. Ja, ja. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich hoffe, dass ich auch irgendwann einen tollen Fang mache und dann auf meinen nächsten Mädelsabend gehen kann und sagen kann, Leute, voll den tollen Fang gemacht. Nein, es ist nicht schon wieder Herpes. Danke, das war's von mir. Applaus